Solche großen Windkraftanlagen oder auch Windräder habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Die stehen meistens an Stellen, an denen man sehr gut die Kraft des Windes nutzen kann, um Strom zu erzeugen. Aber natürlich muss so eine Windkraftanlage auch hin und wieder mal kontrolliert werden. Oder es geht mal was kaputt, dann muss jemand kommen, um das zu reparieren. Hier auf so einem Feld kein Problem, da kommt man gut ran. Und am Fuß des Turms ist auch eine Tür. Und wenn man dann noch jemanden mit dem richtigen Schlüssel hat, dann kommt man da auch rein. Natürlich nur mit Helm. Hier drin gibt es einen Aufzug, mit dem man dann bis in die Gondel hochfahren kann. So ein Windrad an Land zu reparieren ist also gar kein Problem. Aber die gibt es ja nicht nur an Land, sondern auch im Meer. Zum Beispiel wie hier in der Nordsee. Wenn da aber das Wetter sehr schlecht ist oder sogar nur die Wellen zu hoch sind, dann kommt man da nicht mal mit einem Schiff hin. Wie man aber trotzdem Techniker dorthin bringen kann, wenn es nötig ist, das erzähle ich euch heute. Los geht's auf einer Plattform inmitten eines Windparks. Von hier wird der Strom an Land geleitet. Und hier steht Roman Müller und kann alles kontrollieren. Auf dem Monitor vor ihm sieht er jetzt, dass die Windkraftanlage mit der Nummer 54 eine Störung hat. Aber obwohl man die Anlage von der Plattform aus sehen kann, kann das Technikerteam von der Plattform nicht mit einem Schiff auf die Anlage übersteigen, weil die Wellen zu hoch sind. Deshalb ruft Roman bei Lena Jansen an. Die arbeitet für eine Firma in Emden, die Helikopter vermietet. Hallo Lena, hier ist der Roman. Wir haben eine Störung an der Windenergieanlage und können aufgrund des Wetters leider nicht mit dem Schiff versetzen, sodass wir mal einen Helikopter bräuchten, um ein Dreier-Techniker-Team zu versetzen. Ich organisiere die Crew und gebe dir dann nochmal Bescheid, wann wir in Emden starten. Die Crew sind Harald Heimerdinger hinten und Markus Christensson vorne. Die beiden fliegen diesen orangenen Helikopter hier. Und der Keno Martens hier, der gehört auch noch dazu. Er befestigt Sicherungsseile mit Karabinern in der Passagierkabine. Die Crew hat ihre orangenen Schutzanzüge und Rettungswesten an. Und dann gehen sie zu dritt zum Helikopter und machen einen sogenannten Walkaround. Das heißt, sie prüfen, ob alles vorbereitet ist für den Flug. Ob alle Sicherungen entfernt wurden. Ob die Scheibenwischer funktionieren zum Beispiel. Und hier draußen gibt es noch so einen großen Haken. Den schaut sich Harald auch noch mal an. Wenn alles in Ordnung ist, steigen sie ein. Harald und Markus vorne und Keno hinten. Im Cockpit treten die Piloten noch mal auf alle Pedale und checken die Instrumente. Dann geht's los. Sie starten den Helikopter. Der Rotor fängt an, sich zu drehen. Das dauert ein bisschen, bis der hochgefahren ist. Wenn der Rotor sich dann dreht, nimmt zum Schluss noch jemand vom Bodenpersonal die Bremsklötzchen weg. Und dann können Harald und Markus mit dem Helikopter losrollen. Ganz langsam geht es dann auf die Startbahn am Flugplatz in Emden. Fast wie ein Flugzeug stellen sie sich in Startposition. Und dann heben sie langsam ab. Und los geht der Flug zur Nordsee. Die Crew startet ihre Mission, die Techniker von der Plattform abzuholen und sie zum Windrad Nummer 54 zu bringen, damit das wieder Strom produzieren kann. Emden liegt nah an der Nordsee. Von dem her sind es nur wenige Minuten, bis der Helikopter aufs Wattenmeer fliegt, an allen vorgelagerten Inseln vorbei, auf die offene Nordsee. Und kurz hinter der Insel Borkum liegt auch schon der erste große Windpark. Aber das ist nicht der, zu dem die drei wollen. Der Windpark, den sie erreichen müssen, liegt viele, viele Kilometer weiter draußen. Und was passiert, wenn sie da ankommen, das erzähle ich euch gleich. Wir sind zurück über der Nordsee. Die Crew aus Emden ist unterwegs zum Windrad 54, das eine Störung hat. Nach 45 Minuten Flug taucht das Ziel vor ihnen auf. Diese Plattform hier mitten im Windpark. Dort müssen sie jetzt landen. Auf diesem Helikopter-Landedeck, die grüne Fläche mit dem H. Das müssen sie bei ihrer Landung möglichst genau treffen.
Zur Sicherheit werden sie von Feuerwehrleuten erwartet, die aufpassen, dass nichts passiert. Aber die Landung klappt perfekt. Die drei steigen aus und gehen in das Innere der Plattform. Dort treffen sie die Techniker, die sie zum Windrad bringen sollen. Hallo. Wir wollen heute zur GT54 fliegen. Wetter sieht ja gut aus, wir haben 15 Meter die Sekunde. Alle müssen genau wissen, was jetzt gemacht werden soll. Die Techniker erklären den Piloten, was zu tun ist, was sie mitnehmen müssen. Und die Crew erklärt den Technikern die Flugbedingungen und das Wetter. Das nennt man Toolbox Talk. Das ist Englisch und heißt Werkzeugkastengespräch. Und dann geht's los. Keno hat jetzt einen speziellen Helm auf, der schützt ihn besonders gut. Arthur Stubetzky, Jan Schorsnik und Jan Suchy haben jetzt auch Schutzanzüge und Rettungswesten an. Tür zu. Anschnallen. Dann werden die Bremsklötzchen wieder entfernt. Und dann starten Markus und Harald den Helikopter. Los geht's jetzt also zum Windrad 54. Das ist ja nicht weit weg, denn man konnte es ja sogar von der Plattform aus sehen, ihr erinnert euch. Das ist aber auch ganz gut, denn die Zeit drängt ein bisschen, weil die Sonne schon so tief steht. Und die Reparatur muss beendet sein, wenn sie untergegangen ist. Aber wie bringt der Helikopter die Techniker jetzt auf das Windrad? Man kann ja dort nicht landen. Was ihr jetzt zu sehen bekommt, ist schon eine ziemlich spektakuläre Nummer. Auch wenn das für die Leute, die das jeden Tag machen, natürlich Routine ist. Der Helikopter fliegt das Windrad an. Keno öffnet dann mitten im Flug die Tür, holt den Haken von draußen nach innen, der gehört zu einer Seilwinde. Arthur schnallt sich ab und rutscht vorne in die offene Tür vom Heli. Jetzt kann Keno ihn an der Seilwinde einhaken. Der Helikopter schiebt sich langsam über das Windrad. Keno löst das Sicherungsseil, was er am Anfang in den Helikopter reingehangen hat. Und jetzt seilt er Arthur langsam ab. Der hängt jetzt wirklich nur an diesem Seil neben dem Heli in der Luft. So sieht das aus, wenn man da dran hängt. So 2 Meter vom Boden streckt Arthur seine Arme, um zu sagen, gleich bin ich da. Unten gelandet, macht er die Seilwinde ab und geht nach hinten. Zur Sicherheit ziehen die Piloten Harald und Markus den Helikopter weg vom Hindernis, also vom Windrad. In der Zwischenzeit schnallt sich der zweite Techniker Jan ab und rutscht nach vorne in die offene Tür der Kabine. Hier seht ihr noch mal ganz gut, wie Keno die Seilwinde einhakt und Harald zieht den Helikopter über diesen roten Korb hier auf dem Windrad. Sicherungsseil ab, damit hakt sich der dritte Kollege gleich schon mal ein. Harald hält den Helikopter ruhig und jetzt hängt auch Jan in der Luft. Harald sucht sich einen Punkt und peilt den an, damit der Helikopter währenddessen ganz stabil und ruhig in der Luft steht. Im Cockpit kann auch Markus über die Kamera, die unter der Winde installiert ist, sehen, wann der nächste sicher auf dem Windrad gelandet ist. Der Helikopter zieht wieder ein Stück zurück und jetzt kommt das Gepäck. Denn für so eine Reparatur braucht man ja auch Werkzeug oder auch Ersatzteile und die haben die Männer natürlich nicht in ihren Hosentaschen, sondern in diesem Spezialbeutel hier. Den seilt Keno jetzt auch ab. Das Abseilen nennt man übrigens auch Hoisten. Die Oberfläche des Windrads ist gut 92 Meter über dem Wasser. Und den roten Korb hier nennen die Fachleute Hoist Area. Das ist auch wieder Englisch und heißt Windenbetriebsfläche. Wenn das Gepäck unten angekommen ist, fehlt nur noch der zweite Jan im Team. Der macht sich auch schon bereit und wird dann auch abgeseilt. Es müssen immer wenigstens 3 Leute im Team für die Reparaturen da sein, zur Sicherheit, damit sie sich gegenseitig helfen können. Hier sieht man auch noch mal, wie groß das Windrad ist im Vergleich zum Helikopter. Und der ist ja auch schon ziemlich groß. So, der dritte Mann ist auch angekommen. Dann kann es ja jetzt losgehen.
Harald, Markus und Keno fliegen in der Zwischenzeit zurück zur Plattform und warten darauf, dass die Techniker sich melden, dass sie wieder abgeholt werden wollen. Oben auf dem Windrad befindet sich so eine kleine Luke, über die die Techniker jetzt in die Gondel steigen können. Auch hier steht Sicherheit an erster Stelle. Deshalb haben die Techniker in ihrer Materialtasche so Sicherheitsseile mit Karabinerhaken, mit denen sie sich beim Ab- und Aufsteigen der Leiter anhaken können. Aufgrund der Störung funktioniert der Lichtschalter an der Luke beim Windrad 54 gerade nicht. Deswegen haben die Techniker Kopflampen dabei, so müssen sie nicht ganz im Dunkeln arbeiten. Ja, moin. Wir würden Sie gerne auf der GT54 anmelden fürs Troubleshooting. Mit 3 Mann. Alles klar, wir melden uns später. Tschüss, bis später. Nach dem Telefonat wissen die Leute auf der Plattform Bescheid, dass alle Techniker gut und sicher in der Gondel angekommen sind und jetzt ihre Arbeiten beginnen. Jan, kannst du mir eben das Messgerät rüberreichen? Das Team auf der Windkraftanlage weiß meistens schon grob, was zu tun ist. Häufig sind es nur so Kleinigkeiten, wie hier zum Beispiel ist eine Sicherung kaputt. Deswegen haben die Techniker auch schon Ersatzteile und das richtige Werkzeug dabei. So kann der Fehler schnell behoben werden. Das ist auch gut so, denn die Zeit drängt und sie müssen ja auch noch abgeholt werden. Deshalb Sicherung austauschen und fertig. So, die neue Klemme ist drin hier. Sehr gut. Dann machen wir das gleich mal. Schreibst da eben noch defekt drauf. Jetzt können sie alles wieder zusammenpacken. Den Schrank schließen. Und alles auf grün stellen. Fertig. Und natürlich jetzt auch noch schnell den Heli rufen, der sie wieder abholt. Aber auch beim Aufsteigen gilt, immer mit den Karabinerhaken sichern, wenn sie die Leiter hochklettern. Die drei steigen also die Leiter hoch, über die kleine Luke in den roten Korb. Und da kommt auch schon der Heli, der sie einsammeln soll. In der Zwischenzeit ist es schon relativ dunkel geworden draußen, aber alles noch rechtzeitig. Also Luke zu und dann geht's zurück. Harald schiebt wieder den Helikopter an die Windkraftanlage ran. Diesmal ist Jan der Erste, der sich einhängt. Und die Winde wird vorsichtig stramm gezogen. Und dann kann er langsam hochgezogen werden. Keno muss jetzt darauf achten, dass er ihn so dreht, dass er mit dem Rücken zum Helikopter oben ankommt. So kann er sich dann nämlich bequem in die Öffnung setzen und nach hinten auf seinen Platz durchrutschen. Dann kommt noch das Gepäck und natürlich die anderen beiden Kollegen. Und dann ist die Mission beim letzten Licht des Tages auch erfolgreich gelungen. Wenn alle Mann sicher an Bord sind, sich angeschnallt haben, kann Keno die Tür schließen. Im Hintergrund sieht man die hell erleuchtete Plattform. Da werden die Techniker jetzt noch hingebracht und abgesetzt. Und dann geht es für Harald, Markus und Keno nach Hause. Vorbei an den blinkenden Windparks, zurück nach Emden. Wenn sie landen, ist es schon ganz schön dunkel geworden. Der Helikopter rollt von der Landebahn zurück zur Halle. Dort weist ihn einer vom Bodenpersonal in eine Parkposition ein. Damit endet für Harald, Markus und Keno ein ganz normaler Arbeitstag an der Nordseeküste. Morgen geht es vermutlich wieder raus zu einer anderen Windkraftanlage in einem anderen Windpark irgendwo auf dem Meer.